Ja, hallo mein Lieben und schön, dass ihr wieder dabei seid bei Mass Effect 1 Legendary Edition. Ich habe jetzt, nachdem das Spiel hier die Biotikerin mich komplett ausgeschaltet hat, indem sie mich in die Glaswand reingeschmissen hat, habe ich mich jetzt bis hier vorgekämpft wieder und jetzt gehen wir zusammen da rein. Ich bin gespannt, was jetzt kommt und wir werden auch definitiv nochmal kurz davor speichern, bevor wir diesen Major Kyle oder Pater Kyle ansprechen. Die Musik war aber das letzte Mal nicht. Ich werde auch jetzt den Teufel tun und mit den Affen nochmal reden hier. Die können mich mal kreuzweise. Die heulen eh alle nur rum. Habt ihr ja in der letzten Folge gesehen. Das werde ich nicht tun. Ich werde sie beklauen, aber ich werde nicht mit allen quatschen. Die Musik ist ja richtig... Oh, was ist denn mit euch schon wieder? Sind die schon wieder hängen geblieben da hinten? Sind die doch draußen? Also, dieses Spiel, was macht denn das gerade? Was, das war das letzte Mal, glaube ich, schon. Tanz für mich. Tanz für Shepard. Bing, bing, bong. Also, im Takt seid ihr aber nicht zu dieser lieblichen Musik. Also, dann los. Bereit. Hier rumzustehen bringt gar nichts. Gehen wir. Geben Sie den Befehl. Ich bin bereit zu schießen. Ich kümmere mich darum. Ja, dann komm mit jetzt hier und bleib doch nicht stehen. Oh Leute, echt die zwei. Kommt jetzt daher. Rex ist so geil, wie der läuft. So, jetzt aber weiter. Jetzt bleibt man nicht überall hängen. Das ist ja nervig mit euch. Ja, Rex, der ist einfach zu dick, der ist schon wieder irgendwo hängen geblieben. Also das kann doch nicht wahr, ist mir jetzt egal. Die werden schon hinterher spawnen, glaube ich. Also, Mann, hier ist was los. Hier gab es, glaube ich, gar nichts zu holen, da habe ich mich noch gewundert. Außer den ganzen Affen, die hier rumrennen. Die Biotiker, darfst du ja gar nicht sagen. So, ich glaube, der ist ja links. Rechts ist er. Wir gehen aber erstmal da rein. Genau, da gab es nämlich noch Sachen zu holen. Ich schenke hier nichts. Wenn ich das Spiel schon ein paar Mal neu anfangen muss, gefühlt. Wegen dem Biotikern-Affen. Kühlkörper und Fusionssprengsatz. Alles nehmen. Da war noch was. Hier lag noch irgendwas rum, meine ich. Irgendwo da. Ah ja, hier vorne konnte man noch ran. Ah, Rex, jetzt kommst du. Was ist mit Ashley? Wo hast du die gelassen? Alter, ihr seid mir ein Squad, echt. Ah, da ist Ashley. So, und jetzt, bevor ich diese Tür öffne, speichere ich. Und das Ganze mache ich hier. Auf geht's! Auf ein neues! Ich bin Major Kyle. Ich weiß, warum Sie hergekommen sind. Wir haben keinen Streit mit Ihnen. Warum können Sie uns nicht in Ruhe lassen? Das ist keine Option. Sie sind selbst schuld. Ich bin nicht hier, um zu reden. Doch. Wo sind die Ermittler? Was ist aus den anderen Allianz-Offizieren geworden? Denen, die vor uns hergekommen sind? Sie wollten mich von hier wegbringen. Sie wollten, dass ich diesen Ort hier verlasse. Meiner Familie den Rücken zuwende. Sie haben blasphemische Worte von sich gegeben. Ich tat, was ich konnte, um ihnen einen schnellen und schmerzlosen Tod zu ermöglichen. Ich hatte keine andere Wahl. Meine Kinder müssen sicher sein. Meine Kinder müssen sicher sein. Ich hatte keine andere Wahl. Ich glaube, du hast zu viel von dem Tee gesoffen, den keiner trinken soll. Und die Musik macht dir auch nicht, oder hilft dir nicht im Kopf. Ja. Sie sind sicher? Was? Sicher? Sie sind sicher? Ich will sie nicht töten, das war dumm. Das habe ich nicht gemacht, das mache ich jetzt. Die Allianz schickt mich, um sie festzunehmen, Major. Erkennen Sie nicht, dass die Sache aus dem Ruder läuft? Sehen Sie nicht, dass Sie Ihre Anhänger in Gefahr bringen? Ich weiß es zu schätzen, dass Sie in friedlicher Absicht kommen. Aber ich kann Ihrer Bitte nicht nachkommen. Wenn Sie meinen Kindern den Vater nehmen, sind Sie hilflos. Tja, machen, was du willst hier. Du musst hier kämpfen. Mensch, ja, ich habe es versucht. Ich kann nichts anderes tun.
Ich habe versucht, Ihnen zu helfen. Sie lassen mir keine andere Wahl, Major. Ich rede, aber Sie hören mir nicht zu. Sie sind wie die anderen. Ein Blasphemiker, der den Tod verdient hat. Alter Schwede, wie gesagt, das letzte Mal schon. Jetzt geht's wieder los, jetzt kriegen wir hier auf die Fresse. Frax, du machst hier gleich mal Feuer drauf, auf die... So, ob jemand anvisiert? Nee. Ja, und ich wollte die Pistole nehmen, hatte ich das letzte Mal ja auch. Alter Verwalter, ey, da geht's aber ab hier. Schilde sind wieder in Ordnung. Wir sind hier noch nicht durch. Ich will ja immer was aufheben von denen. Aber es ging halt tatsächlich nicht anders. Wir mussten das so tun. Moment, Inventar. Kann ich denn jetzt eigentlich... erhaltene Gegenstände? Alles nehmen? Moment. Konnte ich jetzt doch was... Hä? Kann ich auf die drauflaufen, dann I drücken? Nee. Hä, wie hab ich denn das? Ich hab doch jetzt gerade I gedrückt. Also wir haben Benji-Sturmgewehr. Was haben wir hier noch? Skimitar. Wir haben die Pistole, die I, die Edge 2. Ja, aber die habe ich schon. Scharfschützen-Präzisionsgewehr. Da habe ich die Avenger. Und da gibt es den Hammer 2. Hat 92 Schaden, Kühlkapazität 1 Sekunde. Die wird schnell heiß. Präzisionseinstufung 50. Ist nicht ganz so genau, aber macht böseren Schaden. Die Reaper 2, wie ist die denn? 91 bei Genauigkeit. 92. Die Reaper 2 ist nicht ganz so genau wie die Hammer. Ich glaube, ich nehme die Hammer. So, habe ich denn dafür irgendwas zum Einbauen? Munitionsupgrade. Das geht auch noch rein, na, fertig. Dass wir richtig einen Durchschlag haben im Scharfschützengewehr. Das machen wir. Das habe ich jetzt endlich kapiert, wie das funktioniert. So, und was anderes können wir ja gar nicht machen. Wir können nur Waffen ausrüsten im Moment. Schrotflinte, die... Ja, da renne ich ja immer noch mit der Sturm rum. Da ist auch nichts drin. 66 von 69, 7 zu 3 und 140. Ja, wir nehmen die. Skimitar, haben wir da irgendwas zum Einbauen? Nee, leider nicht. Slotsmäßig, zurück. Und das Sturmgewehr, Benji 2. Was haben wir? Wir haben das Lancer 1. 144, 3, 19. Die Präzision ist halt echt nicht gut, ne? Aber es hat halt mehr Schaden. Können wir hier was einbauen? Auch nicht. Wir bleiben jetzt erstmal dabei. Bei den Sachen, die ich habe. Und ich glaube, wir sollten, wenn wir speichern können, jetzt dann vielleicht auch mal hier wieder zwischenspeichern. Geht das? Ah, wir können im Kampf nicht speichern. Das dachte ich mir schon. Tagebuch. Was ist denn jetzt mit Major Kyle? Major Kyle war nicht vernunftszugänglich. Jetzt können sie nur noch zur Nummern, die zurückkehren und Bericht erstatten. Ja, ganz klasse. Also ich bin mir nicht sicher, ob es da eine Möglichkeit gegeben hätte, den doch irgendwie zu besänftigen oder... Ja, wir müssen hier weiter. Oder ihm zu helfen. Von was ich jetzt auf jeden Fall Abstand nehme, sind diese scheiß Fenster. Das mache ich nicht nochmal. Da schießt schon wieder einer von meinen hier. Lebt die noch? Die kann wohl springen, oder wie? So, jetzt aber, Fräulein, da hinten. Die habe ich doch gesehen, da hinten. Ui. Das Ding ist ja geil. Das schießt ja Schnellfeuer. Oh, der hat jetzt mal richtig eine vor den Kopf gekriegt, von Nischel. So, wie viele Feinde sind hier noch? Was kann man hier mitmachen? Ich probiere das jetzt.
okay. Müssen wir ein bisschen aufpassen, dass die uns nicht wieder in eine Falle locken, aber wir müssen eigentlich nur noch raus. Ich meine, da geht's zum Ausgang. Okay, da ist keiner. Oh! Nicht schon wieder, ey. Bitte nicht. Junge, da kriegst du aber eine von Nüschel. Jetzt reicht's mir hier mit euch. Rechts ist noch einer. Und ich sehe den nicht. Alter, das Gewehr ist der Burner. Alter, warum habe ich da nicht schon eher auf so ein Ding gewechselt? Das ist ja voll geil. Ich glaube, wir haben sie jetzt alle hier, oder? Ich werde das nochmal gutachten. Ihr zwei bleibt mal hier stehen. Ich werde jetzt nochmal ganz genau schauen, dass die ja auch wirklich alle weg sind. Aber ich glaube, hier ist keiner mehr. Ja, jetzt kapiere ich das Deckungssystem auch gerade ein bisschen besser. Ja, ihr könnt mitkommen, aber hier ist keiner mehr. Komm, wir gehen raus. Wir konnten den Affen nicht besänftigen. Das ging einfach nicht. Müssen wir auch die Waffen wegpacken können. Hier ist ja keiner mehr. Wir haben den jetzt... Moment. Zeigt mir immer noch ein Ziel da an. Warum? Habe ich eigentlich ein Upgrade jetzt gekriegt? Jetzt schauen wir mal, Squad, ob ich mich irgendwie leveln kann. Ah, nee, leider nicht. So ein Mist. Aber wir sind doch jetzt aus dem Kampf raus. Wieso zeigt der mir denn immer noch an, dass ich da rein soll? Leben da noch welche, die ich ausschalten soll? Ist nichts mehr. Wir haben den über den Haufen geschossen. Die Zufluchtsstätte. Ich gehe jetzt nochmal dahin. Das ist ein bisschen tricky, weil der mir das... Warum der mir das X nochmal zeigt? Will ich jetzt schon wissen, aber ich wüsste nicht, wie man das wirklich, also ich habe es wahrscheinlich mit irgendwelchen Auswahlen doch wirklich verkackt. Man kann den vielleicht wirklich besänftigen, aber vielleicht ist meine Fähigkeit noch zu schlecht gewesen. Bin zu dumm. Was auch immer. Ah, falsche Richtung, da drüben ist er. Muss ich von dem irgendwas aufheben? Nee. Da auch mit I. Ich weiß nicht, warum das vorhin ging. Man bekommt hier nichts. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was ich hier noch tun kann. Außer zu wissen, dass meine Teamkameraden hier in diesen Komplexen irgendwie Probleme haben zu laufen. Aber hier ist nichts. Dieser Weg war für umsonst. Ich weise hiermit auf die Timestamps unter allen meinen Videos hin. Ihr könnt das definitiv überspringen. Das war Aktion sinnlos. Ja, wir gehen zurück zur Normandy, das bringt ja nichts, und reden mit unseren Leuten. Mal gucken, was die dann sagen. Ah nee, ich habe die ja gar nicht mitgenommen. Die müssten ja eigentlich da vorne stehen noch. Ich habe denen ja gesagt, die sollen da vorne aufpassen. Ich gehe mal allein nachschauen, ob da noch wer ist. Ja. Das
Das hat ja sogar geklappt demnach. Oh, wo seid ihr denn schon wieder? Die zwei machen mich schwach. Die machen mich echt schwach. Was tanzt ihr denn hier noch mal zu für mich rum? Hört auf jetzt. Wir gehen jetzt hoch auf die Normandy. Los. Unbegreiflich. Und, was, und dann würde es mich interessieren, das probiere ich auch noch in der Folge, ob ich hier nochmal landen kann. Weil da gab es ja dieses Teil, was ich nicht scannen konnte. Zurück zur Normandy. Okay. So, wir sind jetzt hier. Mit wem soll ich denn jetzt darüber sprechen? Die Galaxiekarte, ja, da. Moment. Major Kyle war nicht, jetzt können sie nur noch zur Normandy zurückkehren und Bericht erstatten. Ja, wo mache ich denn das? Wo tue ich denn Bericht erstatten? Na, bestimmt nicht auf der Karte. Auf der... Ich gehe mal vor zum Joker und spreche mal mit dem. Weil der wird wahrscheinlich auch nur ganz normalen dummen Spruch auf Lager haben. Commander, etwa noch eine Frage? Schiffstatusbericht. Wie macht sich die Normandy? Ist sie so gut, wie alle sagten? Sie ist das beste Schiff der Flotte. Aber sie braucht einen Piloten, der sie auch beherrscht. Es gibt ein paar Schwierigkeiten mit der Trimmung. Man muss sich erst einmal an den riesigen Antriebskern im Heck des Schiffes gewöhnen. Ist manchmal nicht so einfach, diese Kräfte zu handeln. Ein gewöhnlicher Allianzpilot würde wohl echte Probleme mit dem Schiff bekommen, Commander. Aber zum Glück bin ich ja kein gewöhnlicher Pilot. Joker, du bist der Beste. Wollte nur mit Ihnen reden. Auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Bis dann. So, Codex X21 haben wir dazu gekriegt. Naja, das ist dann wieder... Moment, das ist bestimmt wieder sekundär. Ja, das werde ich jetzt diesmal nicht vorlesen. Übersicht, persönliche Geschichte, Profil. Das haben wir doch schon gesehen. Was hast denn du jetzt aktualisiert, bitte? Keine Ahnung, ich weiß nicht, warum er jetzt Codex gemacht hat. Ah, Schiff und Fahrzeug, machen wir nochmal. Das Marco, die Normandy, ist ein Prototyp-Sternenkreuzer, der von der Allianz mit der Unterstützung des Zitadellrates entwickelt wurde. Das Schiff ist optimal konzipiert für geheime Aufklärungsmissionen in instabilen Regionen und verfügt über neueste, innovative Tarntechnologien. Aufgrund der Hitzeentwicklung schon bei normalem Betrieb lassen sich die meisten Raumschiffe im leeren Weltraum leicht orten. Die Normandy aber kann diese Hitze temporär mit ihrer Hülle absorbieren. Da die Außenhülle des Schiffs zusätzlich gekühlt werden kann, ist das Schiff in der Lage, stundenlang unentdeckt zu fliegen oder tagelang in geheimer Mission zu treiben. Aber dabei gibt es auch Risiken. Die so gespeicherte Hitze muss irgendwann auch wieder abgestrahlt werden, weil die Crew sonst bei lebendigem Leibe gekocht würde. Eine weitere Komponente des Tarnsystems ist der revolutionäre Tantalus-Antrieb der Normandy. Ein Masseneffektkern in doppelter Standardgröße. Der Tantalus-Antriebskern erzeugt konzentrierte Masseneffektfelder, in die die Normandy hineinfällt und sich so ohne Unterstützung hitzeausstrahlender Triebwerke fortbewegen kann. Ist ja krass. Auf was für Ideen die kommen? Der Tantalus-Antrieb. Ich will sowas auch in meiner Fiona. Nee, nicht Fiona, in meiner Regina. Fiona gibt's nicht mehr. Ja. Skoda Fabia Kombi. Ja, in dem Sinne haben wir das auch. Aber wem soll ich denn jetzt Bericht erstatten? Ist das da hier vorne? Muss ich meinem... Irgendwem muss ich das doch sagen. Ist das hier? Warte, der Galaxie, da war ich doch gerade. Hier, wie heißt er denn, unser... Ja, bitte, Commander. Gute Arbeit. Weitermachen, Presley. Jawohl, Ma'am. Ja, so richtig mit mir reden willst du nicht, gell? Moment, ist das hier nicht mein Dock? Muss ich vielleicht hier rein?
Der ÜLG-Kommunikationslink. Hier muss ich wohl hin, ne? Nee. Also Leute, schon wieder Codex. Also das ist... Mann, Mann, Mann. Ist jetzt Sekundärtechnologie. Kommunikation. Ich lese das nicht. Ihr könnt das gerne selber lesen. Ich lese es leise. Umbenannte Dartdrohnen, was es alles gibt, ey. Und Kurierschiffe. Ja, aber das ist ja auch wieder. Wo soll ich denn das machen? Also, ich muss doch irgendwo diesen. Jetzt bin ich auf meinem Schiff und krieg die Nachricht nicht raus. Ja, danke für das Grüßen. Er ist auch unwichtig. Er will auch nichts davon wissen. Ich muss bestimmt in meinen. In meinen Bereich vom Captain. Wo war denn das? Mensch, oh, ich kenne mich wieder nicht aus auf meinem eigenen Schiff. War das da unten irgendwo? Hier, hätte ich jetzt gedacht, vielleicht, ha? Huh? Der Keaton, der will bestimmt auch wieder nicht mit mir reden. Brauchen Sie was, Commander? Ich warte auf Input, auf Wiedersehen, taktische Einschätzung. Ich versuche nur zu verstehen, was die Mannschaft vorhat. Vorschläge? Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen, Commander. Wir haben sicher später noch Zeit für persönliche Gespräche. Wir reden ein andermal, Lieutenant. Commander? Ja, das bringt mich nicht weiter hier mit euch. Wieso ist da jetzt was drin? Alles nehmen. Und da alles raus, was wir finden können. So, hier sind ja nur diese Schlafteile. Wo ist denn verflucht nochmal mein... Ist der hier? Der ist der Doktor, mit dem die redet auch wieder nur. Nehmen wir alles mit. Das Labor, hier war doch auch noch so ein. Nee, hier kann man nichts holen. Sie wird auch wieder normal mit mir nur reden wollen. Ja, bitte, Commander. Was kann ich für Sie tun? Kinalenko. Wie gut kennen Sie den Lieutenant? Vor dieser Mission habe ich nie mit ihm zusammengearbeitet, aber seine Akte ist sehr beeindruckend. Über ein Dutzend Auszeichnungen. Er ist allerdings ein wenig verschlossen. Das könnte auch an den Kopfschmerzen liegen. Er hat es nicht leicht als L2. Auf Wiedersehen. Das haben wir alles schon gemacht. Auf Wiedersehen, Commander. Das brauchen wir nicht. Ich will wissen, wo ich hier... Wo mein... Ich habe doch so ein eigenes Ding gehabt. Offiziersmessenteil? Jetzt bin ich echt verwirrt. Wo ist denn dieses Kackteil? Mein Büro, Mannschaftsblas. Die Stasiskammer, Büro des Captain. Na, da muss ich hin. Jetzt reicht's aber hier. Rein da jetzt. Na, irgendwo muss ich doch jetzt aber den Bericht machen. Ich hüpfe hier gleich auf dem Bett rum. Echt jetzt. Also. Das gibt's ja nicht. Dann ist das wohl doch da oben an der Navigationskarte. Das ist doch total bescheuert. Ja, darunter brauchen wir jetzt auch nicht. Ja, da können wir nachher nochmal hin, um die Leute auszurüsten. Aber das ist ja... So, dann stelle ich mich halt hier wie King Graf Koks hier wieder da oben hin und versuche jetzt irgendwie da was zu machen. Neuer Nachrichteneingang. Stelle durch. Hier spricht Admiral Hackett, Commander. Ihr Pilot hat uns Ihren Bericht über Major Kyle übermittelt. Wir wollten zwar keine zivilen Verluste, aber uns war wohl allen klar, wie das enden würde. Mir ist klar, dass Sie getan haben, was getan werden musste. Diese Geschichte landet bestimmt in den Nachrichten, aber wir werden Ihren Namen da raushalten, Shepard. Hackett, Ende.
Pressrop ist ein Mond, bla bla bla, das haben wir doch alle schon gelesen. Ja, aber das, hat sich das jetzt aktualisiert vielleicht? Aber wir könnten jetzt hier nochmal landen, noch einmal mit der, das machen wir auch gleich. Das werde ich hier noch dranhängen, wir werden hier nochmal landen, das ist schön, dass es nochmal geht. Wir haben den Bericht jetzt ja auch gemacht. Tagebuch, wir haben Tagebucheintrag bekommen, wahrscheinlich genau das. Ja, wo ist jetzt der? Ist das weg? Ja, der Major Kyle ist abgeschlossen, beendet. Aber leider halt nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Citadel, die Keeper scannen, da bin ich ja immer dran. Blablabla, Hauptmission, Nebenmission. Ich werde jetzt mal das Spiel nochmal vorsichtshalber zwischenspeichern. Also mit dieser Aktion in der letzten Folge, davor hier, das war schon echt kacke. Und jetzt hätte ich gesagt, wir rüsten mal die Leute aus. Ja, aber nicht da. Oh, wo renne ich denn auch immer hin? Ich muss hier wieder runter. Wo ist denn das Ding, der Fahrstuhl? Der guckt. Sag mal, echt jetzt? Jetzt bist du da runter. In den Fahrstuhl, der so langsam ist. Und dann schauen wir mal, ob wir Rex diesen schweren Anzug geben können. Aber ich würde jetzt mit zwei anderen da runtergehen. Und zwar nicht mit Rex und Ashley, sondern mit, ne, nehmen wir jetzt mit hier, ein Turaner und auf jeden Fall einen mit Tech-Fähigkeiten mit hohen. Damit ich dieses Ding noch holen kann, dieses Artefakt. Aber vorher gucken wir mal, was wir ihm geben können. Wo ist der Rex? Rex ausrüsten. Hey, ich habe doch einen Anzug von für den gekriegt, dachte ich. Dem könnten wir aber auch die Reaper geben, aber der schießt ja eh nicht damit. Wir machen den ja eh auf Schrotflinte und ja, der hat das Avenger schon. Schrotflinte hat er dann eine bessere, da kriegt er von mir die Hurricane. So, können wir da was ausrüsten? Haben wir leider nichts gerade. Ah, der in den anderen hat er doch die Gift gehabt. Den Giftmod. Verdammt, wie komme ich jetzt wieder zurück hier? Da. Und tatsächlich hat er gar keinen Mod. Hä? Ich habe dir doch mal eine Giftmod irgendwo rein. Ah, das war... alles klar. Du wählst die Hurricane. Pistole. Kriegst du von mir auch eine Edge 2. Statt der Kessler. Mehr Schaden, zwar nicht so viel Genauigkeit, ist mir egal. Die sind schon besser. Aber dass wir dir keinen Anzug geben können, das finde ich schon ein bisschen schade. Ich dachte, ich hätte so ein Ding gefunden. Was haben wir denn für Anzüge? Ach, tatsächlich nicht. Dann habe ich das wohl geträumt oder es war in der Folge, die eben abgekackt ist. So ein Scheiß. Dann gucken wir mal, wer kriegt denn noch von uns? Türspin von Talis. Nein, da gehen wir jetzt nicht dran. Garus. Daraus wird ja unser Sniper-Held, hab ich gesagt, ne? Was hast du für ein Scharfschützengewehr? Die Avenger, das geht schon mal gar nicht. Du kriegst von mir jetzt auch ein Präzisionsgewehr, da mal die Reaper. War da was für? Nein, haben wir auch nicht. Zurück. Pistole kriegst du auch. Okay, Schrotflinte, Rumgewehr Benji, nee. Das Benji kriegt die Ashley, wo ist denn die? Ja, du rennst mit dem Lancer rum, das geht ja gar nicht. Oh, ein ordentliches, was richtig reinhaut hier. Schrotflinte haben wir nichts Besseres, Pistole haben wir auch nichts Besseres mehr. Da musst du jetzt mit der Kessler noch ein bisschen Vorlieb nehmen. Aber das Präzisionsgewehr könnte ich dir halt noch das Reaper geben eigentlich, ne? Ja, komm, das kriegst du auch. Sieht schön aus. Ein bisschen Abwechslung auf dem Rücken. Alles gut. So, und den Rest verkloppen wir jetzt da. Ich hab gedacht, ich hätte einen Anzug. Ich könnte dir einen Anzug geben. Na, dann ist halt so. Brauchen Sie Vorräte? Brauchen Sie Vorräte? Ja. Zeigen Sie mir Ihr Angebot.
Sehr gern, Commander. So, verkaufen. Was hauen wir denn jetzt alles raus? Was habe ich denn? Ui. Ein Kühlkörper, Waffenupgrade. Wieso? Ja, ich habe doch aber einen Kühlkörper 3. Wieso konnte ich das denn nirgendwo reintun? Waffenupgrade, verbessertes Visier. Ich habe hier einen Haufen Zeug und das, ich konnte das gerade nicht aus. Was soll denn das? Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Schrott verkaufen geht ja auch wieder nicht. Glaube ich nicht. Ich habe ja nichts an Schrott. Ich probier's mal. Also, da muss ich Schrott gehabt haben. Er hat bloß mir kein Geld gegeben. Ich habe jetzt 3827. Ja, da werden wir noch ein bisschen machen. Sortierungsstufe. So rum. Die Schwächsten nach oben. Das macht, glaube ich, Sinn. Das andere ist ja eh alles viel zu teuer. Ah, hier kann ich vergleichen mit dem, was ich ausgerüstet habe. Die Hammer 3, die habe ich ja schon. Ah, kann ich mir eh nicht kaufen. Ich mir auch nicht kaufen. Also, ja. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Commander, schön Sie zu sehen. Okay, ihr wollt alle wieder nicht mit mir reden. Das geht jetzt wieder nur ganz kurz hier, glaube ich. Shepard. Das haben wir doch schon besprochen. Rex. Das war mal ein sehr geistreiches Gespräch wieder. Shepard, Rex. Tali, was können wir denn der Tali geben? Die ist auch so eher ein Sniper, glaube ich. Kann das sein, dass ich die Upgrades... Das verstehe ich nicht. Bei der Pistole ist nichts. Was habe ich denn da für Mods bitte gesammelt, wenn ich die alle nicht nutzen kann? Ah, jetzt! Der zweite! Und da gehe ich natürlich erstmal auf mich hier. Ja, das Lenser ist mir jetzt egal. Ein Kühlkörper. Unverbessertes Visier. Das brauche ich aber jetzt nicht bei der Skimitar. Das hauen wir uns mal ganz gnadenlos auf unsere Scharfschützengewehr drauf, wenn das geht. Kühlkörper 3. Und was hat man hier drin? Munition, Hämmer, das lassen wir drin. Zurück. Okay, bei der meiner Pistolero-Kiste. Was können wir denn da noch machen? Verbessertes Visier 2. Auf geht's. Da haben wir leider nichts mehr. Und die anderen sind Level 1-Kisten, glaube ich. Haben wir hier noch was? Nein. Ich will nur mal durchschauen hier. Nicht, dass ich jetzt dann nachher Sachen verkaufe. Habe ich mir jetzt das Lenser gegeben? Ist ja eh kackegal, das... Die Storm habe ich da. Ich habe die Skimitar, habe aber nichts drin. Können wir für die Schrotflinte noch irgendwas einpacken? Scheinbar nicht. Dann gehen wir mal an Talis Spind nochmal, die hat ja alles Nummer 1. Wir haben kein Munitionsmod. Oh, ich Idiot, ich muss hier vielleicht auch mal umschalten, ne? Ich bin so ein Held manchmal, echt. Aber es sieht nicht so aus, als hätten wir da was. Vielleicht für die Schrotflinte einen Munitionsmod? Nein. Pistole? Ah, da könnte man nämlich noch was drauf machen. Nochmal ein verbessertes Visier. Zweimal. Wie soll das denn gehen? Die hat doch schon ein verbessertes Visier, oder? Ja, tatsächlich. Also, das ist ja dumm. Scharfschützengewehr, da sind wir schon fertig. Da geht nicht mehr mehr. Hier noch was gefunden, oder? Granatenfusionssprengsatz. Ja, das nehmen wir. Granatenupgrade. Da können wir nichts upgraden. Und bei unserem Anzug habe ich Erste Hilfe drin. Ui.
Schildgenerator, Schockabsorber, Servogelenke. Uiuiui, da müssen wir bei den anderen was machen noch. Oh Mann. Ja, das dauert schon wieder hier, ich weiß. Ich glaube, wir werden in der nächsten Folge nochmal schnell da runter starten. Das wird jetzt hier nichts mehr. Dauert schon jetzt zu lang. Ashley, was können wir denn bei dir machen? Wir gucken mal in deinen Anzug. Rüstungsupgrade, Schockabsorber, Servogelenke, Schildgenerator kriegst du bei mir. So ein bisschen mehr aushältst vom Schild her. Naja, Mods haben wir jetzt nicht wirklich. So. Haben wir die Ashley? Jeden Rex. Gucken wir mal bei Rex nochmal rein. Was wir bei ihm machen können, ob wir dem was reinhauen können hier. Ein Schockabsorber und ein Rüstungsupgrade. Servogelenke. Was macht das? 15% auf Schmetterschaden. Pistolen. Mechanische Verbesserung. Brutale Stärke. Kriegst du von mir Servogelenke. Hau mal richtig drauf hier. Du bist eh unser Nahkämpfer. Du hast aber keinen Techo- oder Biotikschutz, ne? Hast du nur eins. Was macht der Schockabsorber? Auch nur eins. Du bleibst mal hier bei den Servogelenken. Vitali. Kiden. Ah, du hast schon was drin. Ein Garus, hast du was drin? In deiner Rüstung? Ich glaube nicht. Dann kriegst du mal den Schockabsorber Nummer 1 hier. Ist mir jetzt egal. Den Rest verklopfe ich jetzt. Das ist mir jetzt scheißegal. Brauchen Und dann Sie gehen vor- wir halt in der nächsten Folge erst da runter. Zeigen Sie mir Ihr Angebot. Sehr gern, Commander. So, jetzt haben wir 4010 Credits. Da geht doch mal was. Ein bisschen was ist passiert. Haha. Ja, ich gehe wieder hoch auf die Normandy, also auf die Brücke. Und da werden wir das Spiel beenden nachher. Mit unserem schönen, schnellen Fahrstuhl. Er begeistert mich immer wieder. Also wenn da Treppen da wären, könntest du wahrscheinlich schneller laufen, habe ich das Gefühl. Aber es ist so ein gesicherter Bereich, dass ja keiner reinkommt. Gepanzert, bis zum geht nicht mehr. Wenn das Raumschiff explodiert, da sind wir noch sicher. Haha. Ja, egal. So, wir machen das noch. Wir landen da nochmal. Wir gehen da noch runter in der Folge hier, aber starten dann die nächste Folge dort. Wir sind jetzt fast bei 40 Minuten wieder. Wir sind immer noch bei Pressrop. Ich möchte da landen. Jetzt habe ich schon gedacht, ich wollte mein Team nur noch auswählen. Auch auf jeden Fall jemanden mit großer Techstärke jetzt. Das heißt, wir gehen jetzt mal mit Kiden. Wir lassen die zwei jetzt mal da. Und ohne Kampfstärke. Jetzt ist die Techstärke ja sehr hoch. Und damit müsste ich das ja auch lösen können. Das Problem, dass ich das nicht abbauen konnte. Eine größere Stärke in der Techstärke bekommen wir nicht. Kampfstärke und Biotik. Biotik haben wir ein bisschen dabei. Wir lassen das so. Squad annehmen. Akzeptieren. Und schmeißen uns nochmal auf den Planeten runter. Was natürlich genial wäre, wenn er uns da direkt hinschmeißen würde. Dann schmeißt uns halt wieder dahin, wo wir das letzte Mal auch, glaube ich, gestartet sind. Ja, wir sind wieder hier. Wir müssen hier durch das ganze Gebirge durch. Bis wir hier zu den Trümmern kommen. Und ich glaube, mit mir wollt ihr das nicht erleben. Oder? Ja, ich habe ja fahren gelernt jetzt. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Das könnte ja fast ein Weg sein hier, ne? Wo ich mich gerade lang bewege. Fall mir jetzt nicht hier runter. Ja, wann? Was? Entdeckung. Diese Ansammlung provisorischer Manufakturen wirkt eher unorganisiert. Ein paar Makrospuren
führen über den Gebirgskamm in Richtung Südwesten. Krass, wir haben was gefunden, was gar nicht da war. Wir können ja auch rumfahren. Ah nee, doch, da war ich doch schon. Zielort. Oder haben wir das zusätzlich jetzt noch? Wir können hier noch mehr erkunden. Wir müssen hier mal richtig rumfahren. Ja, gut, meine Lieben. Also, das habe ich nicht gewusst. Wir speichern hier. Neuer Spielstand. Speichern. Und ich verabschiede mich von euch. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, lasst mir gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und ein Abo, wenn ihr neu seid, damit ihr dran bleibt. Das bleibt spannend. In dem Sinne, ich bin raus. Und wie immer auf dem Kanal. Tschö, mit Ö.